Als Erzieherin oder Erzieher sind Sie gelegentlich auch mit stotternden Kindern konfrontiert. Relativ viele Kinder zeigen im Verlauf ihrer Sprachentwicklung Redeunflüssigkeiten, die echtem Stottern ähneln, aber kein Stottern sind. Sie wiederholen Wörter oder Satzteile, benutzen viele Füllwörter wie ä oder m und brauchen länger, um sich sprachlich zu organisieren. Die meisten dieser Unflüssigkeiten sind entwicklungsbedingt und legen sich mit der Zeit. Echtes Stottern aber unterscheidet sich von diesen normalen Unflüssigkeiten. Es ist eine unwillkürliche, motorische Unterbrechung des Redeflusses, also eine Störung im Ablauf der Sprechbewegungen, die sich zunächst einmal der willentlichen Einflussnahme entzieht. Stottern steht im Zusammenhang mit einer hirnphysiologischen Fehlkoordination der Sprechmotorik und ist insofern zunächst organisch bedingt. Im Moment des Stotterns kann das Kind die Bewegungen von Lippen, Zunge oder Stimmbändern nicht kontrollieren. Es hilft deshalb gar nichts, dem Kind Tipps zu geben, wie es sprechen sollte. Zum Beispiel sprich langsamer, hol erstmal tief Luft oder denk nochmal nach, was du sagen wolltest. Solche Tipps tragen eher zur Verunsicherung des Kindes bei und führen dazu, dass das Kind sich beim Sprechen mehr und mehr anstrengt, um alles vermeintlich richtig zu machen. Anstrengung und Anspannung erhöhen aber die Wahrscheinlichkeit, dass Stottern auftritt. Sie können dennoch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich der Redefluss des Kindes verflüssigt, und zwar über die Gestaltung der Sprechsituation. Versuchen Sie, eine ruhige Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der Sie dem Kind entspannt und aufmerksam zuhören können. Achten Sie dabei auch auf Ihre Mimik. Wir neigen oftmals dazu, die Stirn in Falten zu ziehen, wenn wir einem Stotternden zuhören. Sei es aus Besorgnis, sei es, um uns zu konzentrieren, alles richtig zu verstehen. Eine entspannte, aufmunternde Mimik gibt dem Kind aber mehr Sicherheit, weiterzusprechen. Versuchen Sie ferner, auf verschiedenen Ebenen Spannungen aus der Situation zu nehmen, etwa Spannungen durch Zeitdruck, Lärmpegel oder Sprechtempo. Vermeiden Sie ein Überangebot an Reizen. Und vermindern Sie Spannungen, die durch Konkurrenzsituationen, geteilte Aufmerksamkeit oder zu hohe Anforderungen entstehen. Auch ein ruhiges, entspanntes Sprechvorbild kann dem Kind helfen, die eigenen Spannungen des erschwerten Sprechens etwas herunterzufahren. Versuchen Sie deshalb auch selbst, ruhig, entspannt und gelassen zu sprechen. Unterbrechen Sie das Kind nicht und nehmen Sie ihm nicht die Worte aus dem Mund, auch wenn Sie bereits wissen, was es vermutlich sagen möchte. Etwa 4-5% aller Kinder entwickeln ein vorübergehendes oder chronisches Stottern. Bei den meisten betroffenen Kindern beginnt das Stottern im Alter von 4-5 Jahren. Es kann aber auch bereits früher oder erst später auftreten. Wenn es sich dann bei dem betreffenden Kind um echtes Stottern handelt, so kann bereits frühzeitig mit einer spezifischen Therapie begonnen werden. Solche Therapien werden von Logopäden oder Sprachheiltherapeuten angeboten, die sich auf den Bereich Stottern spezialisiert haben. Es gibt verschiedene wirksame Therapiekonzepte für stotternde Kinder im Vorschulalter. Mal steht dabei die Elternarbeit im Vordergrund, mal lernt das Kind auf spielerische Weise mit dem Sprechen zu experimentieren und spannungsfreier zu stottern. Je früher Stottern behandelt wird, desto besser die Prognose. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie mit einem stotternden Kind umgehen sollen, oder wenn Sie Fragen rund um das Thema Stottern haben, dann ist die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe der richtige Ansprechpartner. Der gemeinnützige Verein versteht sich als unabhängige Interessensvertretung stotternder Menschen in Deutschland und informiert und berät umfassend rund um das Thema Stottern.